Okay. Ich habe überlegt, ob ich meiner Freundin. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir den ganzen Tag nur meditieren und in die Liebe gehen. Weil so wird sich die Welt auch nicht sichtbar machen, die schon da ist. Es geht auch darum, dass wir etwas tun, ganz klar. Nur da ist die Frage, handeln wir aus der Angst oder aus der Freude? Handle ich, wenn etwas schlecht ist und verändert werden muss? Oder handle ich aus der Akzeptanz und der Liebe? Und die Dinge, die echt sind, die bleiben, die sich nicht auflösen, wie dieses System jetzt gerade, das aus Angst erschaffen wurde. Die Dinge, die aus Liebe gemacht werden, die bleiben für die nächsten 7 Generationen und darüber hinaus. Deswegen lasst uns verbinden, zusammenkommen und Aktionen setzen und uns gegenseitig erinnern, ob wir es aus der Liebe oder aus dem Widerstand machen, weil das ist entscheidend. Wir können auch über Terror sprechen, wenn wir aus der Liebe heraus sprechen, weil dadurch verändert sich das. Wenn wir aus dem Widerstand darüber sprechen, nähern wir den Terror, nähern wir diesen Traum. Und ich freue mich, wenn das sich jeder ganz tief einbrennt und die neue Erde über sich sichtbarer wird. Wir vielleicht eine Zeitung herausbringen, die positive Nachrichten verbreitet, was nicht Tolles alles passiert auf dieser Welt, wie viele tolle Projekte und tolle Menschen und Initiativen es schon gibt. Und darüber sprechen und das feiern und das nähern und das stärken. Es gibt so viele Dörfer und Städte in England und vielen anderen Teilen der Erde, die sich komplett selbst versorgen mit Gemüse. Da sind überall kleine Beete und die Menschen kommen zusammen, es fahren keine Autos mehr. Es gibt so viele tolle Dinge, über die wir sprechen können. Und das wünsche ich mir für die nächsten Friedensbahn machen. Und ich habe einen Wunsch, dass wir einmal gemeinsam zu spüren, weil wir sind hier im Kreis, es gibt zwar immer einen Redner, wie in der Schule, wo alle zuhören, aber eigentlich geht es ums Wir. Und ich habe den Wunsch, dass wir uns gemeinsam in einen Kreis stellen und einmal verbinden und jeder für sich sich vorstellt, wie sieht diese Erde aus, die Erde, wo Frieden ist, die Erde, wo Liebe herrscht. Wollt ihr das? Seid ihr einverstanden? Ja, sicher. Ja, dann lasst uns einen Kreis bilden. Wir sind einverstanden. Hurra! Das wollen wir. Das geht immer. Jawohl. Sehr fein. Ich bin fertig, Mann. So. Da merkt man, wie viele wir sind, gell? Boah, meine Rede. Hey, ja. Das ist gut, was auch nicht. Hier fehlt noch eine Hand. Bitte sehr. Meine Herren. Und ich möchte alle einladen, einen Moment in die Stille zu gehen und gemeinsam unsere Energie auszurichten auf die Welt, die sich unser inneres Kind erträumt, die Welt, wo jeder Mensch in der Liebe und in der Freude ist. Danke.
Lasst uns jetzt dieses Bild über die ganze Erde ausdehnen. Mit einem gemeinsamen Jubelschrei, einem Wusch hinaus auf die Erde schicken. Wenn wir alle in die Knie gehen. Danke. So, das Mikrofon ist wieder frei. Danke euch vielmal. Es war sehr schön.